Ja, ich hatte heute mal wieder ein Spiel im Briefkasten. Keine Ahnung, wo das auf einmal aufgetaucht ist. Der Schwertransport Simulator 3. Hier wunderschön mit Microsoft MS Paint eine 3 hingemalt und das schauen wir uns heute mal an. Ich bin ja sehr gespannt. Ja, herzlich willkommen, liebe Simulator-Freunde. Heute schauen wir uns den Schwertransport Simulator 3 an, der irgendwie seinen Weg in meinen Briefkasten gefunden hat. Ich weiß immer noch nicht wie. Habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert und sage jetzt einfach mal hier Profil, Gardarol, nicht Gardarol und nicht sonst irgendwas. Und das bin ich jetzt. Ja, sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch mal mit der Karriere los, oder? Also, wir haben ja eine lange Tradition von fantastischen Simulatoren von UEG Entertainment. Ich erinnere mal an den Agrar-Simulator 2. Wir sind 13. Gut, das Gedudel, das müssen wir erstmal leiser stellen. Wie geht das mit F3? Was ist das hier? Hä? Das ist aber jetzt nicht deren Ernst, oder? Das Menü hat keinen Mausfang. Na gut, also, wir haben eine Minimap. Da unten sind wir und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wir drücken mal F1. Herzlich willkommen beim Schwertransport-Simulator. Versuche die Mission möglichst erfolgreich, ohne Unfall oder Schäden zu meistern. Siehe dir die Strecke vorher an und plane möglichst kurze Wege, um die Kosten zu minimieren. Achte dabei auf der Karte auf Brücken und Unterführungen, die für die Ladung zu hoch sind. Je nach Fahrzeit musst du unter Umständen tanken. Vermeide Unfälle und Kollisionen mit Gebäuden, Bäumen oder Schildern. Mission. Transportiere die Ladung mit dem Schwertransporter zunächst folgende Empfehlung, um deine Fracht zu erreichen auf der Innenhöhe. Aha. Tasten. Okay. Was ist denn jetzt los? Hallo? 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 Ach, es hat sich aufgehangen. Grandios. Dann starten wir mal neu. So, das Spiel hat sich verabschiedet. Da habe ich es nochmal kurz neu gestartet. Und, ja, Optionen. Ah, hier kann ich einstellen, wie weit die Kamera sehen soll. Mach das doch mal alles mal schön. Na, das können wir mal so lassen. Okay. Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Okay. Ja, ich starte das Spiel einfach mal neu. So, wir haben also gelernt, keine Taste drücken, die irgendwie nicht gerade angezeigt wird. Sonst stößt das Spiel ab. Okay, wir bewegen uns mit den Pfeiltasten. Richtig schön altmodisch. Und schauen uns mal hier die Fahrzeuge an, die wir hier zur Verfügung haben. Also die Maus ist aber ganz schön schnell. Huch! Also, wir haben ja verschiedene richtig dicke, schwere Trucks stehen. Auf unserer Wiese mit Windrad. Ach Gott, ein Ökospinnerbetrieb. Ja, und da oben steht F2 drücken für Aufträge oder Gear zu LKW. Aha. Naja, wir drücken mal F2 für Aufträge. Okay, so, was haben wir denn hier? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Entfernung zum Start, Streckenlänge, Gewinn. 3.900. Man beachtet auch diese wunderschöne Grafik hier. Also diesen Truck habe ich. Wir machen mal hier erstmal eine kleine Strecke. Ah, wobei hier... Nehmen wir mal die. Start. Fahre mit dem Truck zum Ausgangsort. Öffne
Und ein Pfeil. Okay. Dann gehen wir mal zum Tro. Achso, andere Taste. So. Und. Okay. Jetzt sind wir drin. Jetzt gucken wir uns mal um hier. Wir können übrigens nur rechts oder links gucken. Wir können nicht rauf oder runter gucken. Und ich kriege gerade jetzt schon die Krise. Weil das geht ja gar nicht. Links unten haben wir unsere Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit. Tankinhalt. Was jetzt? Hä? Ah, mit Space bremse ich. Okay. Und wir folgen dem Pfeil. Also hier schon mal nicht lang. Ich kann eben eine andere Kameraansicht wählen. Ah, so wird doch alles hübscher hier. Wow! So, Lenkrad. Up, down. ESD. Ah, okay. Also S-Taste ist zwar belegt, funktioniert aber nicht. Dann können wir jetzt hier. Ich guck mal auf der Map, wo wir lang müssen. Also, wir fahren gerade in die falsche Richtung. Also in der anderen Richtung, wenn ich das richtig sehe. In einer Richtung, wenn ich das richtig sehe. Müssten wir zu irgendeiner Art von Straße kommen hier, ne? Das testen wir mal. Dann fahren wir mal hier rum. Sehr gut. Ja, ich finde, ich mache was klasse. Also, demnach geht's hier irgendwo auf die Straße. Ah, guck mal, da vorne ist. Verlassen wir unser Betriebsgelände. Ist der? So, und dann folgen wir dem Pfeil. Ey Leute, das ist ja nicht euer Ernst, oder? Ich meine, ich frage jetzt mal nur so. So, dann achten wir jetzt mal hier auf den Gegenverkehr. So, müssen wir hin? Nach links. Oh, was? Was? Okay, ja, wir fahren hier geradeaus. Weiter. Huiuiui. Ei, was für eine geile Steuerung. Eieiei. Oh. Eieiei. Oh. Das sehen wir aber nicht. Ich will jetzt wissen. Achso, die Mission ist abgebrochen. Okay. Dann nehmen wir eine andere Mission. So, die hier und Start. Fahren mit dem Truck. Jawohl. Man macht auch dieses wunderbar umgesetzte Motorengeräusch und diesen wunderbaren Außenspiegel da oben, links vor allen Dingen, wo der LKW über den Bäumen schwebt. Also vielleicht mache ich ja was grundsätzlich falsch. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, schon wieder ein Spiel von Uiji zu kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Langsam komme ich mir richtig verarscht vor. Also richtig verarscht. Nicht nur so ein bisschen wie bei Jobo damals, sondern richtig verarscht. Aber vielleicht mache ich ja was falsch, könnte ich mir sagen. So, hier ein bisschen lenken. So ein bisschen empfindlich eingestellt. Das liegt aber, das bin ich nicht verstanden, schuld. Herrlich. Den hier auch mal genommen. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wird das hier irgendwo angezeigt? Nö, wird nicht angezeigt. Doch, da, Start. Okay. Nein, ich möchte nicht beenden, ich möchte die Map schließen. Okay. Wie schaltet man das Licht an? Ich drücke mal ein paar Tasten. Ah, auf Anhieb richtig. L. Ein Warnblinker mit F, hä? Nee. Das ist jetzt kaputt. Hey, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, das ist
Ich treibe mich echt zur Verzweiflung. Ah, wir haben sogar mehrere Kameraansichten. Wobei diese hier und diese, finde ich, also... finde schon, das hat sich gelohnt, die einzubauen. Ja, ja. Ach, Leute. Ah, so ist das. Über das Ziel hinausgeschossen. Oder über den Start. Ich hätte wahrscheinlich irgendwo abbiegen müssen. Aber hier war doch nichts zum Abbiegen, oder? Erstmal, weil er hier die Übersicht... Ne? Bekomme ich hier jetzt wieder... Hallo? Okay, wir biegen einfach mal hier in dieser... Kreuzung ab hier. Da müssen wir gleich nochmal abbiegen, gell? Also, wir sollen ja hier Logistikaufträge planen. Mit richtig viel Planung und so. Überführung beachten, Straßenbreite, Laternen. Weiß der Geier was? Also, ich habe da richtig Bock drauf, wenn ich diese Grafik sehe, muss ich sagen. Ey, Leute. So, jetzt hier mal abbiegen. Und dann müssen wir hier mal... Ah, Gewinn 8.100. Wow, also ich habe, durch das ich hier so doof rumgefahren bin, schon Gewinn gemacht. Das ist auch nicht schlecht. Ah, das lenkt sich aber auch hervorragend hier. Also gibt's nichts. So. Wo müssen wir jetzt hin? Also es ist hier irgendwo. Ach, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in dieser wunderschönen animierten Stadt hier mit so vielen liebevollen Details jetzt des Öfteren dann Aufträge erfülle. Das ist doch toll, oder? Guck mal, dieser schöne Blooming-Effekt, der 5 Meter neben meiner Tür sichtbar ist. So, und jetzt die aufgemalten Wände hier. Das ist alles herrlich. Ah, da ist es doch, wo wir hin müssen. Oh. Ja, und jetzt bin ich ein Schwertransport. Jetzt muss ich erstmal langsam zurückfahren. Ich habe nichts gemacht. Okay, so. Zurückfahren geht schon mal. Auch dieses liebevoll animierte Rundumlicht hier. So, und jetzt müssen wir unsere Strecke mal planen. Das heißt, wir planen jetzt hier... eine neue Mission anzunehmen. Weil das so viel Spaß macht... Mach die Laternen direkt nochmal um. Okay, dann geben wir mal jetzt Gas hier. Wir wollen jetzt in 15 Minuten noch einige schaffen. Ach, die sind gleich schon rum. Ach Mensch, das hat so viel Spaß gemacht. Also ich kenne Spiele, damals für den C64, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber... Ich steig mal aus hier. Wie geht denn das? Mit C. So, hier sehen Sie eine wunderschöne... Wir hatten keine Lust, gescheite Texturen zu machen und ziehen deswegen eine Straßentextur einfach mal in die Länge. Textur. Mit wunderschöner Brücke hier, idyllisch. Ganzen Blümchen hier nicht. Herrlich. Ich habe schon Hallus irgendwie, weil vor mir sehe ich irgendwie komische, bunte Dinger, die es gar nicht gibt. Ja, und ich würde sagen, wir müssen unbedingt noch einen zweiten Teil machen. Den seht ihr dann morgen. Wie wir dann vielleicht wirklich mal eine Mission schaffen, weil, also das lasse ich mir ja nicht nehmen. Also, morgen wieder einschalten und zuschauen und Kommentare geben und so. Und nicht das Video bewerten, sondern... Nee, nicht das Spiel bewerten, sondern das Video, ne?
wisst ihr ja. Also, bis morgen. Tschüss.